Herr Hünig, Frage kurz zu Ihnen. Ja. Mögen Sie sich kurz noch mal vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie für die Menschen, die Sie vielleicht noch nicht kennen? Also ich bin 53. Ich wäre 53 Jahre alt. Okay, cool. Ich habe zwei Kinder, bin verheiratet, bin seit 27 Jahren mit derselben Frau zusammen. Alter Falter, ganz schön lange. Ich bin 30 Jahre schon. Aber also, okay, da habe ich noch. Die Frage müsste eigentlich lauten, genau, wie lange haben wir noch? Ja, ich komme aus der Lebensmittelindustrie. Ich habe mein ganzes Leben lang verkauft, Lebensmittel produziert, Lebensmittel hergestellt. Ne, so. Und das mit Leib und Seele, auch leider viel zu viel gegessen davon. Aber und bin dann 2014 von der Linkspartei in die AfD eingetreten, und zwar über Nacht. Und weil ich nicht Nein sagen kann, ja, weil ich das gerne mache, was ich mache, ja, bin ich heute Abgeordneter. Und ich will das gar nicht negativ sagen, ganz im Gegenteil, ich finde, dass wir mehr erreicht haben, als wir gedacht haben. Ich bin auch, also neben dem Corona-Ausschuss, im Landwirtschaftsausschuss, und bin also sehr, sehr viel mit Landwirten unterwegs, so zum Thema regionale Produkte und dergleichen. Also, passt ja beruflich. Ja, genau. Ja. Und ich bin ehrlicherweise sehr zufrieden, aber das ist eigentlich meine Arbeit. Zu Corona bin ich gekommen wie die Jungfrau Maria zum Kind, muss ich zugeben. Bin der auch Sprung kein Mediziner, sondern ich habe, also der Sprung war nur aus der politischen Frage her, weil ich immer gesagt habe, die Frage muss doch lauten, haben Sie alles richtig gemacht? Und wenn Sie so massive Einschränkungen machen, muss doch irgendeiner mal angefragt haben, ist es angemessen oder ist es erforderlich, was Sie da getan haben? Und die nächste Frage wäre, ist es demokratisch oder ist es rechtsstaatlich? Das sind also reine politische Fragen, keine medizinischen. Ich fand es sehr, sehr spannend, als Sie gesagt haben auf der Rede, dieses Rechts und Links und diese Geschichte, weil genau das beschäftigt ja so viele Menschen und lenkt natürlich die Menschen davon ab, dass wir von oben herab letztendlich in diese Spaltung auch getrieben werden und dadurch natürlich auch so eine Zerspaltung der Opposition eigentlich gegen Regierende stattfindet. Ich möchte mich als vielleicht als liberal-konservativer beschreiben, mit Tendenz zum Libertären. Ne? Ich möchte eigentlich möglichst wenig staatliche Einflussnahme, das wäre so meine Zielsetzung. Und Sie haben sich ja jetzt einer Partei, sag ich mal, zugeordnet, die ja in unserer Gesellschaft total geächtet wird. Ne? Und kann man ja schon so sagen. Also mittlerweile ist ja die linke Agenda so weit, dass man jetzt unbedingt auf Biegen und Brechen irgendwelche Verbote aussprechen möchte und eine Opposition tatsächlich verbieten will. Ich frage halt immer, wie kann es sein, dass die letzten 30, 40 Jahre an linker, linksorientierter Politik offenkundig dem Menschen nicht gereicht war und man trotzdem auf Biegen und Brechen daran festhält, sogenannte rechte, vielleicht konservative, national denkende Politik zu vernichten förmlich? Das ist so meine Wahrnehmung, um das mal ein bisschen überspitzt darzustellen. Wie sehen Sie das? Ist es wirklich so verwerflich eigentlich, national heimatverbunden zu sein? Zu sagen, hey, ich möchte, dass es meinem Land, in dem ich lebe, gut geht und Ressourcen sind genug da, können wir immer noch teilen? Warum wehrt man sich da so sehr dagegen? Was ist das, was kann das sein, dass die Menschen das so abschreckt, national für Deutschland zu sein und trotzdem ja im europäischen Sinne und global auch zu denken und zu handeln? Wo ist da die Krux? Ich glaube, da müssen wir zurückgehen zwischen Ost und West. Ich glaube, das ist der Ursprung Ost-West. Okay. Ich glaube, die große Frage ist, ich komme aus dem Osten. Und im Osten hat man uns, also, nee, andersrum. Im Osten haben wir gewusst, der Russe ist der Besatzer und nicht der Freund. Ja. Das wissen wir auch heute noch. Das, was der Putin da macht, ist denen sein Problem. Wir wollen es noch nicht einmischen, aber ich halte den nicht für demokratisch. Aber im Westen glaubt man immer noch, dass der Amerikaner der Freund ist, obwohl er eigentlich ein Besatzer ist. Ja. Auch das muss ja nicht immer die was Schlimmes sein, aber es ist leider so. Ja. Jetzt kommt das große Problem, dass man im Westen den Leuten das aberzogen hat, dieses ich bin ein Deutscher, das ist mein Volk, das ist meine Heimat. Kann ich unterschreiben, ich komme aus dem Westen? Ja, ja, kann ich. Im Osten war das Tatsache so, dass selbst die Jugendpioniere haben das Lied Die Heimat gesungen oder wir sind zur GSD gegangen. Das kann man aus der heutigen Sicht verwerflich finden bei den Linken, aber es war immer schon das Problem, oder nee, nicht das Problem, sondern man hat uns diese Heimatliebe, diese Identität, dieses deutsche Volk nie abtrainiert. Die Russen haben das nie gemacht. Und
Daraus resultierend ist das im Osten völlig normal, dass man das so denkt. Dass man sagt, Mensch, okay, also wir haben gar kein Problem, wenn Ausländer kommen, aber dann, wenn die kommen, dann kommen die zu unseren Regeln, dann ist das unser Land und wir sind unsere Werte und wir machen das. Und im Westen hat man es leider anders. Und das, ich sag mal, ich will das weder verurteilen noch verteufeln, das ist leider Gottes so, das muss man wissen. Diese Corona-Politik hat dazu gebracht, dass man auch im Westen ja aufgewacht ist, weil man auf einmal gesehen hat, das, was man 70 Jahre lang gehört hat, dass das Grundgesetz das ist, was das Individualrecht schützt, das höchste der Gefühle ist und das Beste, was es gibt und das alles außer Kraft gesetzt wurde. Das heißt, die Ossis, wir sind dazu gekommen, weil wir gesagt haben, stopp mal, irgendwas kann ja nicht ganz stimmen, was ihr da macht, von wegen Nationalstolz und Demokratie und im Westen kommt man, weil die Grundrechte eben gar nicht mehr gezählt haben oder nicht mehr zählen. Aber es kommt insgesamt aus derselben Situation. Man will im Osten und im Westen mehr Demokratie und man will im Osten und im Westen mehr Freiheit. Es ist dasselbe. Die Corona-Zeit hat mir eigentlich nur gezeigt, wie leicht man Artikel 1 des Grundgesetzes mit Füßen treten kann. Ja. Das ist eigentlich so für mich so das Entscheidende gewesen, wo ich gesagt habe, Leute, die Würde, was versteht ihr unter der Würde? Habt ihr verlernt, unsere Sprache in ihrer Bedeutung und ihrer Klarheit zu verstehen? Ne? Also, ja. Solidarität, was man da alles für Geschichten erzählt hat. Mir fehlt natürlich die Geschichte der DDR. Dafür habe ich natürlich mit meinen 60 Jahren die Geschichte des Westens vor Augen und ich stimme Ihnen zu. Wir wurden sehr amerikanisiert und es war immer der große, gütige Beschützer und was auch immer. Ich springe mal im Fragenkatalog gleich mal in die richtige Stelle, nämlich zum Thema Souveränität. Weil wir haben ja mit Rammstein eine Zone geschaffen, oder dort ist eine Zone geschaffen, wo der Amerikaner eine imperiale Herrschaftsposition hat und wir eigentlich gar nicht mehr darüber bestimmen können, ob der da sein soll oder darf oder nicht. Jetzt eben die Frage, Souveränität bedeutet ja auch in gewisser Weise Handeln und Verträge abschließen im Inneren und im Äußeren. Das können wir ja sehr wohl, aber inwieweit nur unter Zustimmung einer imperialistischen Macht, sage ich jetzt mal so, und zwar unter Zustimmung der Amerikaner. Ich will mich da ruhig aus dem Fenster lehnen. Weil ich glaube, da ist die Souveränität eines Staates doch sehr eingeschränkt, wenn es erstmal einen anderen Staat fragen muss, ob es gewisse Sachen machen darf. Absolut. Also ich sag mal, ich glaube, dass wenn man, nee, andersrum. Wenn wir uns anschauen, was Habeck gemacht hat, wie er gewählt wurde, dann ist er nach Amerika gefahren und was hat er gemacht? Er hat gesagt, Deutschland wird eine dienende, führende Rolle übernehmen. Und ich will keine führende, dienende Rolle übernehmen. Das ist eben der große Fehler. Wir wollen nicht dienen. Ja. Und wenn wir dienen, dann wollen wir als Volksvertreter dienen unserem eigenen Volk. Und das tun wir teilweise nicht. Schröder, das muss man mal sagen, Schröder hat das damals sehr gut gemacht. Er hat einmal eine souveräne Entscheidung getroffen. Er hat einmal gesagt, ich gehe nicht in den Irakkrieg. Er hat zwar diesen Kosovo-Krieg mitgemacht, ja. was schändlich war, ja. aber er ist in diesen Irak-Krieg nicht mitgegangen. Das heißt, dass souveräne Entscheidungen möglich sind. Ja. Und das ist etwas, wo ich heute sage, okay, wenn wir also eine Regierung stellen, muss es auch die Aufgabe der AfD sein. Das habe ich ja mal gesagt, diesen Parteienstaat abschaffen. Damit meinte ich ja nie, dass Parteien abgeschafft werden sollen. Da hat man ihn sehr gescholten, ja. Ja, Spiegel genau, TV, ich habe die Rede gesehen von Ihnen. Aber das hat man völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und, aber ja. Sag mal, die meisten Leute haben es doch trotzdem verstanden. Und trotzdem ist die Situation, das müssen wir tun. Wir müssen die Souveränität mit souveränen Entscheidungen wiederherstellen. Ja. Das geht, das ist machbar. Ja. Natürlich wird der Amerikaner sich nicht freuen, aber wir haben ja demnächst Glück, wenn wir in der Bundesregierung sitzen, ist ja Trump noch der Präsident und Trump wird dann die Truppen aus Deutschland abziehen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Jetzt ist es erstmal so, dass der deutsche Kanzler, der noch 69 oder in den 70er irgendwie, habe ich das gelesen, oder auf Fotos gesehen, ja noch gegen Atomwaffen, amerikanische Stationierung hier war, jetzt auf einmal andere Sachen hierher holt. Das ist absurd, ehrlicherweise. Ja. Aber nochmal, diese Souveränität kann man herstellen, wenn wir es uns einfach souverän machen. Also es ist nicht die Problematik, ob wir dafür kämpfen müssen oder so, sondern aus meiner Sicht kann die Regierung das selber tun. Natürlich kann die Regierung das selber tun, wenn sie im Interesse der Wähler agieren würde, aber sie macht natürlich Politik fürs Kapital, da sind wir uns beide natürlich sicherlich einig. Nun sagt man ja so, sogenannte rechte Politik wäre die Politik der Kapitalisten, sagt man so pauschal. Ne? So, natürlich
ist Kapitalismus, sag ich mal, das werden wir so nicht mehr vom Planeten schieben können, das Ding. Das ist einfach so. Das Wirtschaftssystem ist so. Wobei ich immer wieder sage, und da will ich auf ein ganz spezielles Thema hinkommen, nämlich auf den IWF, inwieweit wir nicht in Europa und das, auch das europäische Diktat, was wir, dem wir eigentlich unterliegen, warum wir nicht in diese bedarfsgerechte Produktion kommen können, gerade was Lebensmittel betrifft. Ne? Warum können wir wirtschaftlich unser System nicht so aufstellen, dass wir wegkommen von diesem wahnsinnigen muss wachsen, muss wachsen, muss wachsen. Wir produzieren Dinge auf Halde, in Überschuss. Manche Länder haben gar nichts letztendlich, müssen zusehen, wo sie bleiben. Und wir schöpfen ja aus dem Vollen, aber gehen mit den Ressourcen nicht um. Und dann kommt der große Geier Klimawandel. Ja, so. Spielt ja mit rein. Gesundheit der Menschen, ne? Also auch warum Lebensmittel, die gesund sind, Obst, Gemüse, warum soll da eine Mehrwertsteuer drauf, ne? Kann man auch wegmachen. Das heißt, also diese ganze Politik ist eigentlich nur darauf ausgerichtet, nach meiner persönlichen Wahrnehmung, dass es um Profit geht. Sei es der Krieg, sei es die Gesundheit, Pharmaindustrie, was auch immer, ne? Es geht wirklich nur um den Profit und wir Menschen, Sie und ich, du und er, wer auch immer zuschaut, die bleiben auf der Strecke. Wie steht die AfD oder wie stehen Sie persönlich, muss ich ja fragen, weil Sie haben mich beeindruckt, indem Sie gesagt haben, ich bin eigentlich kein Politiker, ich bin Volksvertreter. Genau das wünsche ich mir ja eigentlich auch. Ne? Menschen, die meine Stimme, Stimme der anderen vertreten, in einem Parlament, in einem Ausschuss, wie auch immer. Wie stehen Sie oder die AfD dazu mit diesem NATO-Ding, mit dem europäischen Ding, mit der WHO, mit dem Internationalen Währungsfonds? Das sind ja alles... Jetzt machen wir aber ganz groß. Ja, ich mach das ganz bewusst so, weil... Alles gut, alles, ne, gut. Also, weil ich glaube, nee, dass einfach diese... Da spielt ja auch die Souveränität mit rein, ne? Dass im Grunde von oben herab Institutionen eingesetzt sind, die eigentlich die staatlichen Strukturen, die nationalen Strukturen auflösen. Gut, aber ich sag mal zur WHO, brauchen wir ja noch so viel wissen, das ist ja nichts Staatliches, das ist eine Privatorganisation. Genau. Nummer zwei, das, was die WHO jetzt mit ihren WHO-Verträgen vorhat, ist schändlich, das ist Diktatur pur. Also das leben wir natürlich, aber ich bin heilfroh, dass die Niederlande, die Slowakei und auch Ungarn gesagt haben, machen wir erstmal nicht. Da bin ich heilfroh drüber. Trotzdem, die Gefahr besteht ja immer noch, dass das kommt. Bei der NATO, da bin ich zu sehr Ossi. Ich sage, wir brauchen die NATO nicht. Ich glaube, wir brauchen ein europäisches Friedensbündnis und da muss auch Russland ein Partner sein, weil er uns zu Fuß erreichen kann, was der Amerikaner nicht kann. Das heißt nicht, dass wir den Amerikaner zum Feind haben wollen, aber wir brauchen vielleicht andere Partnerschaften. Wir müssen vielleicht über Sicherheitspakte nachdenken, über die wir bisher nicht nachgedacht haben. Ich glaube, die NATO, so wie sie jetzt ist, ist leider Gottes kein Verteidigungsbündnis, sondern ein Angriffsbündnis. Hat das erste Mal Kosovo gezeigt und in der Ukraine jetzt wieder leider Gottes. Das ist meine Meinung. Die muss nicht richtig sein. Ich bin auch kein Militärexperte. Und, ne, also das sind immer so Sachen, wo ich immer sage, da kann ich nur aus meinem persönlichen Empfinden, was man hört. Und da sind wir aber wieder bei dem Thema Volksvertreter. Das meine ich ernst. Ich glaube, die Problematik, warum wir so in die Scheiße geritten wurden, ist, weil die anderen Parteien der Meinung sind, wir sind eine Elite und wir entscheiden von oben herab, was ist gut fürs Volk. Genau. Und wer da nicht mitfolgt, der wird verboten, siehe Kompaktmagazin. Und wenn man das aber richtig macht, ich glaube, dass wir als Politiker nichts anderes sind, als diejenigen, die dem Volk zuhören müssen. Und wenn das Volk sagt, wir wollen das nicht, dann müssen sie das nicht machen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass wenn das Volk sagt, wir würden aber ganz gerne, dann müssen wir eben das machen. Wir sind die politische Stimme und deswegen gibt es ja Wahlen. Ne? Wahlen sind ja dafür da, zu sagen, okay, dieser Teil der Meinung erreicht jetzt 20%. Dieser Teil der Meinung des Volkes erreicht 5%. Und dann muss man sich an den Tisch setzen und muss das, was das Beste ist für das Land und für die Bevölkerung, muss man umsetzen. So sehe ich Politik. So bin ich in die Politik gegangen. Jetzt bin ich 5 Jahre Abgeordneter. Und, böse Erwachen. Nee, so böse ist es gar nicht, weil man, wenn man mit den Leuten redet, viel mehr erreichen kann, als man denkt. Ja. Aber was die Altparteien machen, ist schon schändlich. Also das ist schon ich bin ja ein großer Freund von direkter Demokratie, ja, und Förderung des Föderalismus, das ist ja mein Ding.
weil ich glaube, dass wir Politik für die Menschen machen müssen, was ich ja schon sagte, und vor allen Dingen auch in dem urbanen Umfeld, wo es die Menschen direkt betrifft. Aber jetzt haben wir eine Frage ausgelassen. Ja. Nummer eins, ich glaube, soziale Marktwirtschaft ist das beste System, was wir haben. Wir dürfen auch nicht so wackeln auf dem Tisch stehen. Das ist, ja. Das ja. ist auch nicht immer gerecht, aber was ja. ist im Leben schon gerecht? Ich bin eigentlich vom Gefühl her ein Adonis und sehe aus wie ein dicker Mann. Nur so. Ich bin also transfett, sag ich mal. Nein, aber was ist schon gerecht? Gerecht gibt es nicht in dem Sinne. Aber es ist das beste System, weil es den Menschen am gerechtesten kommt. Und wenn wir das machen, was ursprünglich mal gedacht war in einer sozialen Marktwirtschaft, dass auch Unternehmer soziale Verantwortung übernehmen, ja. ist es super. Das, was wir heute machen, hat mit sozialer Marktwirtschaft nichts zu tun. Das ist Raubtierkapitalismus oder wir in der DDR haben das mal im Staatsbürgerkundeunterricht gelernt. Das ist der Wolfskapitalismus oder noch so. Also das ist schon schändlich, was wir heute tun. Trotzdem? Zumal ja auch große Teile unserer Gesellschaft auf der Strecke bleiben, wenn wir mal an die Rentner denken. Ja, wenn wir an die Menschen denken, die wenig Einkommen haben, die vielleicht auch durch welche Gründe auch immer vielleicht keine große Qualifizierung haben und trotzdem irgendwie überleben wollen. Aber die brauchst du ja trotzdem, die Leute. Die natürlich, keine große Qualifizierung haben, sind ja eigentlich dafür da, dass sie arbeiten können. Ja. Also, es gibt ja Arbeit, da brauchst du keine Lehre. Ich meine, wir haben ja Reinigungskraft musst du heute 3 Jahre lernen oder so ein Blödsinn. Ja. Wo ich immer sage, also bei allem Respekt, das ist Blödsinn. Und nochmal, das ist gar nicht abwertend gemeint, sondern ganz im Gegenteil. In einer Gesellschaft hast du Leute, die an Universitäten lernen. Wobei das, was wir heute Universitäten schimpfen, da muss man auch mal drüber nachdenken, ob das wirklich eine Universität ist. Aber wir haben eigentlich ja immer Leute, die sind logischerweise geistig voraus, das ist super, die können aber keinen Nagel in die Wand hauen. Dafür gibt es Leute, die können Nägel in die Wand hauen. Und zwar 1000-mal besser als alle anderen. Jeder ist doch für was nütze, jeder ist doch dafür was da. Steht ja außer Frage, aber was machen wir mit den Menschen? Ich nehme mal das Thema Bürgergeld. Da positioniert sich die AfD ja doch ein bisschen kritisch, sage ich jetzt mal so. Weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die einfach nicht arbeiten können, aus gesundheitlichen Gründen oder aus welchen Gründen auch immer. So, die sind in dem Bürgergeld auch irgendwie gefangen, manche Menschen, ja. über lange Zeit. Wie gehen wir damit um? Wie wollen wir diese Menschen letztendlich auch abholen, dass die auch im Alter nachher ein angenehmes Leben haben können? Wenn wir mal dran denken, eine Durchschnittsrente knapp 1000 Euro, ja, 45 Jahre gearbeitet, 4 Jahre im Bundestag, ne, hast du 1000 Euro Pension. So. Genau. So, ne? Ich bin jetzt 5 Jahre lang Landtagsabgeordneter und habe irgendeine Pension von 600 Euro oder so. Ja, da reicht ja schon, da können Sie jetzt rumfallen, oder? Aber nochmal, ich glaube nicht, dass das Bürgergeld, was mir zu hoch erscheint, aber es ist eine andere Frage. Ernsthaft? Wirklich zu hoch? Ja, und zwar aus einem einfachen Grund, wir müssen ja mal ehrlich sein, 520 Euro ist ja nur das, was du kriegst. Ja. Du bekommst ja die Wohnung bezahlt, du bekommst die Nebenkosten, ne? Also das entspricht ja irgendwo 1500 Euro Nettoverdienst. Du brauchst keine GZ bezahlen, ne? Also du bist befreit. Ist ja nicht ganz so, dass es nichts wert ist. Aber es geht mir gar nicht um das Geld, sondern das Problem ist was anderes. Wenn jemand aus dem Bürgergeld kommt und arbeiten will, kann er ja von dem, was er dann bekommt, nicht mehr leben. Ja. Das ist ja unser Problem. Also das Bürgergeld, wir haben immer Leute, in einer Gesellschaft wird es immer Teile geben, die sind benachteiligt. Die müssen wir mitnehmen, Punkt. Es geht gar nicht anders. Das nennt sich Zivilgesellschaft, von, ja. Genau, und da reden wir nicht von Kranken, die sowieso mitgenommen werden müssen, aber es gibt immer Leute, aus welchem Grund auch immer, die müssen wir mitnehmen. Aber viele von denen würden ja arbeiten gehen, aber das lohnt sich überhaupt nicht. Wenn du heute 3 Kinder hast und gehst auf einmal arbeiten, kosten dich die Kinder im Kindergarten ein Schweinegeld, ja. du musst GEZ bezahlen, du musst den öffentlichen Nahverkehr bezahlen, du musst zur Arbeit fahren, das kannst du dir nicht leisten. Das ist dann das Problem. Aber da haben wir doch auch schon wieder Stellschrauben, die wir drehen können. Ja, da ist zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, der kann für alle Menschen kostenlos sein. Sage ich mal ganz kackfrech. Ich hab immer gesagt, der öffentliche Nahverkehr muss nicht für alle kostenlos sein, aber für Kinder und Rentner muss er kostenlos sein. Ja, bin ich bei Ihnen. Und wenn die arbeitende Bevölkerung sagt, wir übernehmen einen Teil, hat niemand was dagegen. Also ich glaube ich. Ja. Zumindest höre ich das draußen so. Nur es darf auch nicht so sein, dass der Steuern zahlt und arbeiten geht, 500 Euro für den ÖPNV bezahlt die anderen nichts. Ja. Aber also der Kernpunkt wäre mehr soziale Gerechtigkeit.
das ist so ein Wort, das ist so ich eine, weiß, aber das ist so eine Attitüde. Nee, aber mir geht es ja auch darum, wenn ich jetzt zum Beispiel arbeiten gehe. Mehr soziale Verantwortung. Lass uns drüber reden, dass wir sagen, soziale Verantwortung. Jeder, also der Staat, ja, genauso wie der Unternehmer, hat eine gewisse soziale Verantwortung. Und bei dem Unternehmer ist es nicht die soziale Verantwortung, weil er jemanden beschäftigt, der drei Kinder hat, sondern es ist die soziale Verantwortung zu sagen, ich helfe dem Kindergarten, ich helfe der Schule, ich habe einen Verein, den ich unterstütze, wie auch immer. Aber die soziale Verantwortung in einer Gesellschaft ist wichtig. Die war doch mal da. War doch bei euch im Westen, war die doch da nach dem Krieg. Das Wirtschaftswunder hat funktioniert, ja, weil Leute Geld verdient haben und anders, aber mit dem Geld auch was getan haben für die Gesellschaft. Das fehlt irgendwie komplett. Ne? Wie könnte da eine praktische Lösung aussehen? Wie könnte man Unternehmer zum Beispiel da mit ranziehen in dieses Konstrukt? Zuallererst musst du diese Unternehmer ja befreien vom Joch der Bürokratie. Und dann musst du mit dem Mut, muss man mal drüber nachdenken, ist es denn sinnvoll, dass man so Steuern zahlt, wie sie jetzt Steuern zahlen? So, und dann muss man drüber nachdenken und sagen, okay, vielleicht gibt es nicht andere Modelle, die funktionabel sind. Ich persönlich, aber das, da weiß ich, da habe ich in meiner Partei auch Leute, die das auch so ähnlich sehen. Ich würde Rentenversicherung, Ratenversicherung müssen alle einzahlen. In eine einzige Kasse. Ja, bin ich bei. Wer sich privat versichern will, kann er gerne machen. Ist eine Extraversicherung, Punkt. Aber ansonsten alle einzahlen. Also Beitragsbemessungsgrenze kann auch weg. Ja, genau. So, ja. Wir haben auf einmal eine Situation, wir haben auf einmal eine richtige Solidargemeinschaft, wie das eigentlich sein soll. So, das Politiker ist das auch? Ja, also alle Erwerbstätigen rennen in eine Kasse. Alle. Also weg von dieser umlagenfinanzierten Rente. Genau. Genau. Sehr alle gut. In die gleiche. Und das nächste Thema ist, es müssen alle, die arbeiten gehen, bezahlen Steuern auf ihren Lohn erst nach dem Abzug der Krankenkassen und der Rentenversicherung. Erst dann wird Lohnsteuer bezahlt. Interessante Variante, ja. In Österreich. Ja. Eine super Geschichte. So, das ist ein Punkt, ne, sage ich mal. Das andere würde Thema, auch den Arbeitgeber entlasten. Ja klar. Die andere Situation muss meiner Ansicht nach heißen, kommen wir nicht vielleicht besser, wenn wir sagen, jeder bezahlt einen Betrag Steuer X. Jetzt, ich habe von Zahlen keine Ahnung. Ne, so. Aber ich habe mal das Kirchhofen-Modell, gab es mal innerhalb unserer Partei, da ging es irgendwie um 15% Steuern. Und wenn ich mir das ausmale, hat mir mal einer erklärt, und wenn ich das mal kindlich wiedergebe, so wie ich es verstehe, dann zahlt jeder. Der Arbeitslose, egal, oder der Multimilliardär zahlt auf sein, das, was er eingenommen hat, 15% Steuern. Genau. Was wir aber da mitmachen, sämtliche Steuervergünstigungen abgeschafft. Es gibt kein 7% mehr für Babynahrung und für Hundenahrung und 20% für Babynahrung. Das gibt es dann nicht mehr. Es gibt keine Steuervergünstigungen mehr. Und das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Das kann aber nicht ich machen. Da müssen Leute ran, die Ahnung haben. Ne? So. Aber das sind doch Diskussionsfragen, die uns umtreiben muss, ne? weil wir das so retten können. Weil das, was wir jetzt haben, wenn man sich die Mittelständler mal anhört, die krauchen alle auf dem Zahnfleisch. Die müssen 5000 Sachen auf. Ich komme aus der Lebensmittelindustrie. Wenn du da IFS, das ist ein Standard, den man haben muss, damit man an die Lebensmittelkonzerne liefern kann. Das kostet ein Schweinegeld, das kostet jemanden extra einstellen für Dokumentation, alles Blödsinn. Also auch den Dschungel der Steuerpolitik letztendlich ein bisschen ausdüngen. Das heißt, wir haben mittlerweile über 40 einzelne Steuerarten. Eigentlich müssen wir die Steuerberater arbeitslos machen. Ja. Also das meine ich, ich nehme heute 1000 Euro ein, davon muss ich 150 Euro Steuern zahlen. Punkt, Diskussion zu Ende. Ob es 150 sind oder 100, das ist doch, da muss einer drüber nachdenken. Aber ich weiß genau, das muss ich bezahlen. Das ist doch die fairste. Aber ich habe auch keine Möglichkeit, wenn ich die Million einnehme, muss ich 150.000 zahlen. Ich kann aber auch nichts mehr absetzen. Also ich kann nicht beschummeln. Das muss doch das Thema sein. Ja gut, das ist, wir leben in so einem Steuervermeidungssystem. Genau. Ne? Da spielen ja sogar die Regierungen mit den Steueroasen und so weiter. Das wäre ja ein Klacks, die Dinger zu schließen. Wär genau. Aber also ja. Das ja. Frau Weidel hat mal gesagt, sie sieht einen Austritt aus der NATO für nicht möglich. Und ich bin mir nicht ganz sicher, das Konstrukt EU als solches, so wie es mal geplant war als EWG, wäre wahrscheinlich uns Menschen eher gereicht als das, was wir jetzt für einen Chaoshaufen da haben. Wo wir wissen es beide, was da jetzt wieder für jemand gewählt worden ist an die Spitze, wo man eigentlich nur hanebüchen die Hände über den Kopf schlagen kann. Und einen Tag vorher hat ein Gericht festgestellt, dass die Verträge, die sie gemacht hat, rechtswidrig sind. Es ist, also
ein moralischer Zerfall sondergleichen. Ich kann auch gar nicht verstehen, dass da so viele, auch gerade auf der Bundesebene, so viele Politiker wirklich das einfach abnicken, sage ich mal. Weil das ist ja ihnen, das wird ihnen ja förmlich ins Gesicht geschlagen. Da bin ich also schon ein bisschen. Weil sie alle an ihren Posten hängen. Natürlich, klar. Darüber können wir ja auch reden. Das ist jetzt im Grunde auch, geht es so ein bisschen, ich glaube, mein Zettel brauche ich gleich gar nicht mehr. Aber zu weit, nur ganz kurz. Ja. Ja klar, hat sie recht, sie hat ein Problem oder generell haben wir ein Problem. Wenn wir sagen, wir treten morgen aus der NATO raus, dann sind wir alleine, dann haben wir ein Problem. Unsere Bundeswehr kann nichts, die kann ja nicht mal ins Taschentuch niesen, weil wir keine Taschentücher haben. Na ja gut, wir haben ja wenigstens die eine, da können wir schon an die Front begleiten. Ja, aber ich sag mal, wir haben ja nichts. Ich wäre ja froh, wenn wir eine Verteidigungsarmee hätten. Das ist ruinös. Aber das ist ja immer so. Ja. Das heißt, wir sind in einem Bündnis gefangen, bei dem wir wissen, dass wir nicht ganz optimal versorgt sind, bei dem man unter Umständen weiß, dass sie nicht das machen, was eigentlich für den Verteidigungsfall wichtig ist. Aber wenn du es verlässt, stehst du auf einmal alleine da und bist selber der Idiot. Das kann man auch nicht machen. Im Interesse der deutschen Bürger kannst du heute nicht austreten. Ich war in 80er beim Bundeswehr, da hieß es, die Bundeswehr ist dazu da, den Feind so lange an der Grenze aufzuhalten, bis richtiges Militär kommt. Ja, genau. So. Und den Status haben wir heute. Ja, genau. Und in der DDR, ich war bei der NVA, okay. Ich habe den Wechsel mitgemacht von NVA zu Bundeswehr, das war witzig. Aber die NVA hat immer gesagt, also wir können übrigens auch Freitag 16 Uhr angreifen, sind wir sonntags in Bonn, weil da ist ja keiner mehr. Ja, genau. Also, ja. Nur so. Und trotzdem. Also wir brauchen ein Verteidigungsbündnis. Ich glaube, dass wir ein europäisches Verteidigungsbündnis sogar brauchen. Aber keine europäische Armee. Brauchen wir sowas? Nein, um Gottes Willen. Nee. Das halte ich für. Also, wenn man ein europäisches Verteidigungsbündnis hat, brauchst du einen Kopf, der zumindest die europäischen Armeen miteinander koordiniert. Das brauchen wir schon. Aber du brauchst keine eigene europäische Armee. Ich glaube auch nicht, dass wir so eine EU brauchen. Ich bin dafür, dass wir diese EWG-Geschichte, war eine super Sache. Ich bin dafür, dass wir eine. Wir brauchen ein Europa der souveränen Vaterländer. Also eigentlich sagt das alles aus. Genau. Vielen Dank, ja. Ich liebe es, in Polen zu sein, weil die lebensfroh sind, weil die was können, weil die bauen. Ich liebe Österreich, ich liebe Italien, auch wenn die manchmal im Süden so ein bisschen so lachsig daherkommen. Ja. Aber ich will, dass das erhalten bleibt. Ich will aber genauso erhalten bleiben. Ich bin Sachse. Ich möchte gerne genauso erhalten bleiben, dass Sachsen bleibt. Ja, klar. Aber in einem Staatenbund, gerne, überhaupt kein Problem. Aber souverän. Das hatten wir mal. Ja, los. Ja, und dass die das natürlich nicht wollen, ist mir schon klar. Weil da gibt es Geld zu verdienen, es gibt Ressourcen zu verteilen. Das haben wir gesehen. Und von der Leyen ist eben nicht für die EU-Bürger da, sondern nur für die Impflobby. Ja. Und die haben damit Milliarden verdient. Das ist absurd. Und die wird nicht verhaftet. Das ist eigentlich das. Ja gut, da werden wir jetzt, was Sie ja vorhin schon auf der Rede gesagt haben, was ich auch sehr begrüßt habe, da habe ich beide Daumen nach oben gerissen, Politikerhaftung. Manche sträuben sich ja auch in ihrer Partei dagegen, die wehren sich ja mit Händen und Füßen dagegen. Wobei ich aber gerade das, glaube ich, als elementares Mittel halte, um Politiker oder auch Volksvertreter in die Verantwortung zu bringen. Letztendlich geht es ja auch darum, wir beide, oder ich sag mal, ich als Arbeitnehmer, wenn ich irgendwie für den Arbeitgeber tätig bin und mache im Auftrag des Arbeitgebers irgendeinen Mist, bin ich dafür verantwortlich. Ja, brauchen wir keinen. Beim ersten Mal gibt es eine Abmahnung, beim zweiten Mal gibt es eine Abmahnung, beim dritten Mal bist du weg. So. Und hier kann man 30 Jahre lang Scheiße bauen und das trotzdem mal nochmal. Ja. Das glaubt keiner. Ja. Deswegen, also da wäre dann noch auch das Mittel und wie kommen wir jetzt dahin? Nochmal Politikerhaftung. Ja. Es geht nicht darum, dass wir morgen Politiker verhaften, weil sie das Falsche sagen. Es ist nicht Verhaftung. Es geht, genau. Haftung. Ja. Es geht eigentlich, also BlackRock, ein Riesenkonzern, hat einen Vorstandsvorsitzenden, hat Geschäftsführer, hat Mitarbeiter, die haften mit ihrem Privatvermögen dafür. Ja. Nicht für alles, aber für einen großen Teil. Warum können das Politiker nicht, warum können die das? Zweitens, eigentlich ist Politikerhaftung mehr Demokratie. Was stelle ich mir vor oder was stellen wir uns vor? Da hängen noch zwei, drei andere Leute dahinter, wie Stefanie und Ralf, die echt eine geile Arbeit leisten. Die Situation ist, dass wir sagen, angenommen, wir gehen mal nur an einen Bürgermeister rein. Wir wollen ja immer
nach Subsidiarität. Das heißt, der Bürgermeister sagt, ich möchte gerne eine Umgehungsstraße, weil das und das ist. Die kostet 40 Millionen. Da sagt jetzt das, was wir wollen, sagt das, okay, alles, wenn du das entscheidest, haftest du für die 40 Millionen. Da kann er aber sagen, das ist mir zu viel. Ich frage meine Gemeindevertreter. Fragst du die Gemeindevertreter und dann ist die Gemeinde quasi dafür verantwortlich, haftet dafür. Wenn es die Gemeindevertreter sagen, das ist aber ganz schön viel Geld, das alles so richtig ist, wissen wir nicht. Wir fragen mal die Bevölkerung. Dann kommen wir auf einmal nämlich in das ganze Thema. Ja, weil er ist ja sehr laut da drüben. Und zwar kommen wir dann auf einmal in das Thema, dass in einer Entscheidung, die getroffen werden muss, das Volk gefragt werden muss, die sowieso dafür haften. Ja, eben. Und darum geht es uns, ehrlicherweise. Na klar geht es darum, dass wenn einer lügt, also ich meine, nur wenn einer wie die Grünen lügt, muss das geahndet werden. Das ist Wahlbetrug, tut mir leid. So, oder wenn einer wie Scholz, sowas, was die gemacht haben mit Cum-Ex, das ist ja also absurd. Dafür muss er verurteilt werden, da kann auch kein Kanzler bleiben. YouTube, persönliche Meinungsäußerung, ist wieder so ein heißes Thema. Ja, genau. Ja, also ja. Wenn ist es überhaupt sowieso nur persönliche Meinungsäußerung. Ja, genau. Nein, aber das sind so, es geht nicht darum, ich habe mich schon mit Leuten unterhalten aus anderen Parteien, die gesagt haben, ja, ihr wollt wieder Leute wegsperren. Ich sage, kein Mensch will Leute wegsperren. Wegsperren wollt ihr. Das sieht man ja an Kontaktverbot heute. Es geht ja, glaube ich, auch, natürlich geht es gar nicht um, wenn es Verbrechen sind, natürlich, dann gehört da auch eine Haftstrafe angedroht. Aber das kannst du ja heute Problem. Schon machen. So, wir haben auch gar keine Kapazitäten im Endeffekt mehr. Es geht, glaube ich, auch den Menschen darum, dass sie das Gefühl haben, dass die Menschen, die über sie bestimmen, auch die Verantwortung übernehmen, wenn es mal daneben läuft. Genau. Und wo wir bei dem Thema direkte Demokratie sind, was ich ja auch schon auf dem Zettel geschrieben habe, wo da die Lösungsansätze sind. Das heißt, mein Vorschlag wäre natürlich auch Abwahl von Politik. Ja, absolut, Vetorecht. Ja, so, ich habe mal mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der hat das mal ganz interessant gesagt, auch leistungsbezogene Vergütung bei den Politikern. Gibt denen ein Grundgehalt, ja, irgendeine Summe, können wir uns jetzt drüber unterhalten, brauchen wir nicht. Und dann, wenn die politischen Ideen, die von ihnen auch getragen werden, umgesetzt werden, dann sollen die auch gerne einen Bonus bekommen. Steht jetzt nicht unbedingt so in Abrede. Aber wenn die ihre Ideen, für die sie gewählt werden, mit der Straße, Infrastruktur in einem Dorf und der Bürgermeister sagt, alles klar, kann ich machen. Der andere sagt, ja, kann ich auch machen. Okay, was könnt ihr beide zusammen machen? Dann macht es. Dann wählen wir euch für dieses Projekt abseits einer Partei. Das ist ja das Entscheidende, wenn wir wirklich Direktkandidaten, gerade auf der föderalen Ebene haben, die den Menschen verantwortlich sind und nicht den Parteien, könnte ich mir vorstellen, dass diese direkte Demokratie doch eher funktionieren würde, als wenn wir, so wie Sie jetzt vielleicht auch in einer Partei verantwortlich sind, sich den Richtlinien innerparteilich auch zu beugen, oder nicht? Aber ich glaube, es gibt immer Parteien. Und zwar aus einem einfachen Grund. Der Mensch ist so gestrickt. Ob diese Partei ein Verein ist oder eine Zusammenkunft, wie immer wir das nennen, es wird immer etwas geben, wo man sagt, oh ja, das ist meins. Logisch, wenn ich also mich politisch engagiere, auch wenn ich in der Gemeinde das mache, will ich Dazugehörigkeitsgefühl haben. Was wir verhindern müssen, ist, dass die Parteien sich diesen Staat zur Beute machen, so wie jetzt. Und was wir verhindern müssen, ist, ich habe kein Problem, wenn Politiker viel Geld verdienen. Ich habe ein Problem damit, wenn Politiker nebenbei arbeiten. Also das würde ich verbieten. Ich würde es verbieten. Vielen Dank, Berufsverbot, ja. Also wenn du deine Arbeit als Sie haben meine Reden schon gehört, die ich mal gehalten habe vor 3 Jahren. Nein, habe ich nicht. aber die, ne, so, ja. Also ich mache jetzt 5 Jahre lang Politik. Ja. Nee, ich versuche Politik zu machen. Und wenn ich ehrlich sein soll, ist das ein Fulltime-Job. Du arbeitest in der Regel irgendwie 14 bis 16 Stunden. Du arbeitest da. Das macht das Spaß, das ist alles in Ordnung. Das ist nicht so, dass ich wie wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast, nach Hause komme und kaputt bin, sondern es macht dir auch Spaß. Ist ja nicht nur am Rednerpult stehen, was genau, man hier vielleicht denkt. Trotzdem gehen wir arbeiten. Und wenn ich meine Arbeit ernst nehme, mache ich nur das. Ich kann nicht nebenbei einer Rechtsanwalt sein oder Unternehmer. Das ist alles Bullshit. Ja. Also das muss ich verbieten. Dann müssen die Finanzierungen der Partei verboten werden. Es ist doch falsch, dass die Parteien von dem Staat, den sie eigentlich kontrollieren sollen und regieren sollen, Hunderte von Millionen kriegen. Ja. Das ist nur so. Deswegen sage ich, diese Parteien wird es immer geben oder Meinungsgruppen, wie immer wir das nennen.
Aber ich glaube, auf kommunaler Ebene, und das ist ja jetzt schon so, da gibt es Zusammenschlüsse, wo man sagt, da wollen wir gerne was gemeinsam machen, da funktioniert das. Ich würde den kommunalen Vertretern eh mehr Geld geben, zum Beispiel. Ich halte das für schwierig, im Kreistag kriegt man 250 Euro, geht nebenbei arbeiten und dann sollst du Entscheidungen treffen. Das ist schwierig. Also wie immer wird das immer neu regeln. Aber über Geld will ich gar nicht reden. Nein, aber das ist auch so ein Punkt, da kann ich gleich mal reingrätschen. Schiedsrichter, ich war Fußballschiedsrichter über 10 Jahre, in den kleinen Klassen 20, 25 Euro Aufwandsentschädigung und wenn es dann nach oben geht, dann schlackern dir die Ohren, was die Leute da im Grunde an Geld bekommen. So ist es ja auch in der Politik. Genau. Ne? Also je näher die Politik eigentlich am Menschen dran ist, umso billiger wird sie. Aber ist ja logisch, weil in einem Kreistag und in einer Gemeinde kann man viel mehr entscheiden, als man denkt. Naja. Also brauche ich ja da keine Leute, die was von das können, sondern am liebsten sind mir ja Leute, ja, ein bisschen nebenbei, wir halten die mal kurz an der Leine. Also, um auf den Punkt zu bringen, Parteiensystem, so wie es ist, definitiv reformieren. Ja, also unbedingt. Ja. Ja. Ich halte auch den, also das Grundgesetz hat nicht vorgesehen, dass es so läuft, wie jetzt läuft. Das Grundgesetz sagt, Parteien wirken an der Willensbildung mit. Mitwirken, ja. Mitwirken. Aber mitwirken ist ja nicht alleinig wirken. Und das ist das, also das, was sie uns vorwerfen, dass wir gegen das Grundgesetz sind und dergleichen, das ist ja das, was sie selber machen. Ja. Vor allem ist es komplett pervertiert. Es ist ja auch so grotesk, ein Grundgesetz, was ja unsere Verfassung darstellen soll, sage ich jetzt bewusst, darf ja eigentlich gar nicht von den politischen Kräften geändert werden. Das bedingt ja letztendlich den Zuspruch des Souveräns, nämlich der Bevölkerung. Genau. So. Rein theoretisch ja, aber so. Sie haben es geändert. Wir haben es ja verpasst im Grunde bei der Übernahme der DDR, so spitzfindig sage ich es jetzt mal. Ja. So. Das ist das, was ich immer sage. Also, das ohne Quatsch, ich sage immer, in Polen und in der Tschechei und in Ungarn merkst du, dass die Menschen nach der Wende sich selber aus dem Dreck ziehen mussten. Die sind lebensfroh, die haben eine eigene Meinung, die machen. Und wir in der DDR haben immer die BRD geschenkt bekommen. Wir kriegten sie übergestülpt. Ja. Und das war schön mit Mao, Am und Mamba und ich hab's geliebt. Nur so. Aber es war scheiße. Ja. Und da mache ich den unseren Brüdern und Schwestern im Westen mache ich gar keinen Vorwurf, weil die kennen das, kann das ja nicht anders. Nee. Das Einzige, was ich zum Vorwurf mache, ist, dass man nicht über Lafontaine gehört hat, den ich auch kritisch sehe. Aber Lafontaine hat 1990 schon gesagt, wir brauchen keine blühenden Landschaften. Weil das kostet Geld, das kostet Anstrengung. Rohwedder wollte es ja sogar noch verhindern. Er wollte ja im Grunde die Sache noch verzögern, weil er ganz klar erkannt hat, dass das nicht in den nächsten 2 Jahren da, wie Kohl eigentlich wollte, mal eben funktioniert. Wir machen jetzt hier Wirtschaftssystem und es kriegt ja einen Euro, hat uns ja auch keiner gefragt. Das wurde diktiert. Ne? Aber Kohl hat, auch das ist menschlich, Kohl hat seine Chance gewittert, in die Geschichtsbücher einzugehen. Ja, aber ganz ehrlich. Das ist immer die Problematik, dass viele Entscheidungen, also ich persönlich halte viele Entscheidungen, wo manche sagen, oh, das ist aber Verschwörung. Vieles ist menschlich, weil wir Menschen Menschen sind. Okay. Und wir wollen gerne im Mittelpunkt stehen, wir wollen gerne da oben stehen. Wir werden im Landtag gewählt und das Erste, was passiert, wenn du im Landtag gewählt wirst, da kriegst du auf einmal Einladungen von irgendwelchen linken Theatern, damit du da hinkommst, kostenlos. Natürlich. Ja. Das System ist darauf ausgelegt, dass du dich korrumpierst. Ja. Und was wir brauchen, sind Leute, die sich nicht korrumpieren lassen. Das funktioniert. Das war immer so meine These. Ne? Also kommunale Ebene, vielleicht klappt es noch, aber so wie du im Landtag bist, also ohne Korruption, kommst du da eigentlich gar nicht weiter vor. Hat ja auch was mit der Listenwahl zu tun. Letztendlich kommst du auf keine Liste, um gewählt zu werden, wenn du nicht der Partei entsprechend genehm funktionierst. Ja, das so stimmt. Vorsichtig möchte ich das mal formulieren. Ja, es ist gar nicht so unwahr. Ja, deswegen bin ich ja auch immer ein Freund von direkter Demokratie. Das heißt also, alle Strukturen, die dazu führen, ich möchte meinen Präsidenten selber wählen, ich möchte meinen Kanzler selber wählen. Das ist wahrscheinlich vielleicht illusorisch, aber eigentlich ist es genau das, was ja eigentlich eine Demokratie ausmacht und nicht, dass ich Menschen wähle, die dann andere Menschen wählen, die über mich bestimmen. Das ist ja... Wenn wir eine Ratspräsidentin in Europa haben, dann müssen sie alle wählen. Punkt. Genau. Dann muss sie sich überall zur Wahl stellen. Punkt. Ja. So, das, was sie jetzt gemacht haben, ist Korruption. So. Es ist überhaupt kein Problem, den Kanzler selber zu wählen, ist auch kein Thema, das kann man alles machen. Wir müssen es nur wollen.
Und wir müssen sowieso das Wahlgesetz komplett ändern, aus meiner Sicht. Die Briefwahl ist der größte Beschiss in dieser Republik. Und das, ich kann das nicht beweisen, deswegen sage ich das nur. Und ich glaube daran, wenn man sich die Wahlergebnisse der letzten 10 Jahre anschaut, in den Briefwahlen liegt das größte Problem. Ja, Spekulation. Wir absolute Spekulation. Wir bleiben da im Bereich genau. der Spekulation. Und trotzdem müssen wir es ändern. Wir müssen also drüber nachdenken. Wenn Leute das Gefühl haben, dass da beschissen wird, müssen wir also drüber nachdenken, vielleicht was zu ändern. Vielleicht machen wir es wie in Dänemark, dass wir sagen, wir wählen nicht nur Sonntag, sondern wir sagen, von Donnerstag bis Sonntag kann man wählen. Und wir sagen, in den Altenheimen zum Beispiel geht nicht der Pfleger hin und sitzt mit 20 Leuten und macht die Briefwahl, sondern es kommt ein Team von 2 oder 3 Leuten aus dem Wahllokal, die kommt mit einer Urne, die kommt mit einer, na gut, mit einer Urne ist ja nicht so schwierig. Nein, aber wir wissen, also, die kommt mit einer Wahlkabine, mit einer Wahlurne und dann kommt einer, der das kontrolliert. Wahlen kosten vielleicht Geld, ist doch drauf geschissen, ist doch egal. Ich sage aber den Leuten, also was wichtig ist, wenn wir wollen, dass sie nicht bescheißen, dann müssen 100% der Menschen wählen gehen. Nur wenn 100% nicht wählen gehen, können sie bescheißen. Das ist immer, ich habe ja manchmal meine Diskussion auch bei Telegram etc. mit einigen Menschen, weil sie immer sagen, ja Wahlen, wenn Wahlen was bringen würden, wären verboten, bla bla bla. Sag ich, ja, mag ja sein. So, aber, ist was dran, ja. Ja, so, aber pass auf, wenn du nicht wählen gehst, überlässt du ja die Wahl einem anderen. Ja. So, und jetzt schaut euch mal bitte an, die sonstigen, die gehen ab, gerade wie die Schmitzkatze. Die sind mittlerweile an den Prognosen für 25, sind die bei 13-14%. Das heißt, die werden mittlerweile drittstärkste Kraft, die sonstigen. Genau. Haben aber keinerlei politischen Einflussnahme. Null. 0,000. Jetzt die Frage, es sind ja die 40%, fast 40% Nichtwähler von den Wahlberechtigten, die ja entscheidend Einfluss auf diese Politik nehmen durch ihr Nichthandeln. Weil so kommen wir ja immer wieder in die Schwulitäten, dass eine Minderheit über eine Mehrheit regiert durch die Koalitionsbildung. Ja, aber das würde ich auch ändern. Ich würde wie können wir denn die Menschen davon überzeugen, dass es sich lohnt zu wählen? Ich habe letztens einen gehört, der gesagt hat, Demokratie ist auch eine Pflicht. Das heißt, man muss sagen, okay, unter Umständen muss man sagen, du musst wählen gehen. Aber das ist schon wieder eine andere Frage. Wie wäre es mit der Mindestwahlbeteiligung? Ja, das wär ein Thema. Aber ich würde zum Beispiel eins machen, was man zum Beispiel machen kann, wenn man sagt, okay, der Gewinner einer Wahl stellt die Regierung. So, und dann kommen wir nämlich auf einmal in die Situation, dass man sagt, mit der AfD will man nicht. Ja, okay, genau. Super. Ja. Dann machen wir eine Minderheitenregierung. Dann hast du nämlich den Vorteil, dann wird es auf einmal richtig demokratisch. Dann kann man unter Umständen zum Thema Migration mit einer BSW oder mit einer CDU was machen. Dann kann man zum Thema Bildung was mit einer SPD machen. Dann kann man zum Thema Gewerkschaften und Mindestlohn was mit den Linken machen. Und auf einmal hast du eine Demokratie, eine Debatte wieder in dem Raum. Das ist ja das, was ich immer so spannend finde. Die AfD, ich bin kein Freund von irgendeiner Partei, sage ich mal vorwegschickend, aber die AfD kommt immer mit Sachthemen und die anderen haben nichts anderes zu tun, außer sich darüber zu beschweren, dass die AfD doch so böse ist. Das heißt, da finden wir ja nichts anderes. Ja, ja, es finden gar keine inhaltlichen Debatten in den Ausschüssen natürlich, klar. Aber so auf der politischen Bühne, die wir hier bei Schwurbel TV sehen können, ja, da ist es tatsächlich so, du hörst immer nur von links die bösen Rechten. So, und dann kommt die AfD tatsächlich, wo dann teilweise die CDU Teile übernimmt von Anträgen aus der AfD, wo ich mir dann sage, Leute, warum konzentriert ihr euch nicht auf die Sachthemen und schürt nur Feindbilder? Das ist nicht dieses Nazis da aus. Es ist auch noch schlimmer, die sind ja sogar doof. Wir haben im Landtag, also wir bringen ja Anträge ein, die wir vorneweg mit Leuten besprechen. Ja. Also nur als Beispiel, wir reden mit Feuerwehrleuten. Wir haben bei uns im Landtag den Lars Fieske, ein ehemaliger hauptamtlicher Feuerwehrmann. Der bringt den Antrag ein, dass in den Schulen, in den ersten, zweiten, dritten Klassen, die Feuerwehrleute hingehen sollen und dann für das Ehrenamt werben. Das ist eine Idee, die kommt aus der Feuerwehr. Der Landtag lehnt sie ab und die SPD geht ans Mikrofon und sagt, ihr seid ja doof, ihr habt keine Ahnung. Keiner von denen hat sich einmal die Frage gestellt, wie kommen die auf den Antrag? Ja. Das heißt, wenn sie sagen, ihr seid doof, ihr habt ja keine Ahnung, sagen sie der Feuerwehr, sie haben keine Ahnung. Ja. Und das ist so. Aber
Das ist ein Paradebeispiel, ne? Ja, das ist das aber ist das Problem. Das die hängen ja alle an ihrer Scheißmacht, an ihrem Scheißgeld. Die AfD hat in Brandenburg gezeigt, 2014 ist die FDP komplett rausgeflogen. Da haben die ja nicht nur Abgeordnete verloren, die haben ja auch Mitarbeiter verloren. Wir haben also gezeigt... Gelb heißt ja auch warten. Ja, wobei Gelb heißt sich vorbereiten. Das könnte wieder losgehen. Ja. Also das auch schon. Also, nein, aber das ist trotzdem, also die haben Angst davor rauszufliegen. Ja. Aber was ich eben nicht verstehe, wenn sie Angst haben, dass sie rausfliegen, warum ändern sie nicht einfach die Politik? Ja. Das Beste, was passieren kann, ist, sie übernehmen die Politik, sie machen Politik fürs Volk, dann gehe ich gerne zurück und mache wieder Marktschreier oder Veranstaltungsorganisation. Super, dann ist alles geil. Also Sie sehen Ihre Verbundenheit mit der AfD auch dadurch, dass Sie vielleicht auch mehr Volksvertreter sein können, direkt was bewegen können. Und Sie beweisen mir ja gerade, wie nah Sie eigentlich sind. Ne? Dass Sie also sich so im Interview stellen, dass Sie eben nicht von oben herab, ne? Sondern wirklich versuchen, auch den Gegenüber zu verstehen. Die AfD ist die einzige Partei zurzeit, in der ich mich entfalten kann. Okay. Ich kann mitsprechen, kann mitreden. Ich kann am Programm mitwirken. Auch konträre Meinungen? Ja, natürlich. Ich komme aus der Linkspartei. Ja, eben. Es gibt einige Kollegen, die immer sagen, hey, du Linker. Ja. Aber das ist in Ordnung. Das ist doch, also, ja. Ich bin ja nicht in die Partei eingetreten, weil ich Freunde suche. Freunde habe ich ja privat. Ja, genau. Sondern ich habe eine Idee und sage, ich möchte gerne was verändern. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden. Auch Kompakt ist nicht mein Magazin gewesen, obwohl ich in Elsässer ganz gut leiden konnte, menschlich. Der ist ein bisschen schräg, aber der ist in Ordnung. Ja. Und trotzdem gehört sich das nicht zu verbieten. Nein, das ist doch, das ist Faschismus, was die da machen gerade. Ja. Und da muss man für einstehen, da kann man sich auch nicht distanzieren und kann sagen, der Elsässer, der hat mal was Böses geschrieben. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die Pressefreiheit zu schützen. Übrigens nicht nur von Elsässer, auch vom Neuen Deutschland, oder vom Spiegel oder wie auch immer. Deutschlandkurier, was auch genau. immer. Ja. Also egal wer, das kann auch ein linkes Medium sein. Das hat mich Unsere sowieso, Aufgabe ist, das zu schützen. Mich hat das sowieso irritiert, dass dieser Aufschrei aus in den Medien, in den Standard-Schwurbel-Medien, so, und ich nenne das immer Propagandamob, so nenne ich das immer provokant, weil nichts anderes ist es für mich. Allein durch die transatlantische Brücke, das ist von oben, das ist Reuters, das ist, bang, hier habt ihr was, berichtet mal, halt die Fresse. Obwohl es auch kritische Berichte gibt, will ich nicht schmälern. Also auch im öffentlichen Recht, den gibt es in der Nacht, wenn alle schlafen, gibt es schon mal sehr gute Dokus. Also absolut, ab Nacht zum Eins kommen also und vor allen Dingen selbst bei NTV und Welt, wo sonst nur Hitler-Scheiße kommt, aber ansonsten Nacht zum Eins kommt echt mal geiler Scheiß. Ja, es gibt wirklich was. Die Frage ist natürlich, wie können wir das realisieren? Viele sagen ja, ich habe ja mich so ein bisschen mit Leuchtturm ARD beschäftigt, Reformation dieses öffentlich-rechtlichen Fernsehen, sollte es nicht vielleicht mehr Bürger-TV werden? Brauchen wir diese Zwangsgebühren? Können wir das nicht anders finanzieren? Wie steht die AfD dazu, wenn jetzt zum Beispiel ein Landtag tatsächlich gewonnen wird, also eine Landesregierung, so muss ich es ja sagen, gewonnen wird? Da ist ja dieses Gespenst im Raum, wir kündigen den Medienstaatsvertrag. Ja. Da zittern die ja alle. Da ist ja schon Schlottern ohne Ende angedacht, weil dann haben sie erst mal 2 Jahre, wissen sie erst mal nicht, was passiert. Ist das ein Mittel vielleicht auch tatsächlich, was die Medien veranlasst, so gegenüber die AfD zu hetzen? Weil ja, sie wissen, wenn die an eine Landesregierung kommen, perfekterweise an 5, weil dann wäre auch Stillstand im Bundesrat. Ja, aber ich sag mal so, also über eins muss man sich im Klaren sein, der öffentlich-rechtliche Unfunk, Unfunk habe ich gesagt, aber Rundfunk meinte ich. So wie er jetzt ist, kann er nicht mehr existieren. Ja. Punkt. Also das ist ein Moloch. Und zwar ein schlimm, also ich hätte ja fast gesagt, Gab Goebbels hätte meine beste Freude dran, aber das will ich ja nicht sagen, weil das gehört YouTube, sich nicht. Cheat, piep. Ja. Es ist so, was wir aber brauchen, ist schon ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich bin eigentlich ein Verfechter davon, zu sagen, so wie er jetzt ist, muss er beendet werden. Aber wir brauchen schon ein Pendant zu den Kommerzfernsehen. Wir brauchen etwas, wo Dokumentationen laufen oder Berichte laufen, die abseits vom Kommerz laufen.
gab früher zu DDR-Zeiten gab es Bildungsfernsehen, ne, wo man gab's eben bei mir auch, ja, so. Ja. Und vielleicht müssen wir dahin. Da brauchen wir nicht ARD, ZDF und RBB und bla 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 und bla bla bla. Wir brauchen keine 8000 Sender, sondern ja, wir brauchen vielleicht. Zweite können wir sowieso abschalten, bin ich auch der Meinung. So. Zweite brauchen wir nicht. Und das wäre also meiner Ansicht nach das Thema, wo man hin muss. Ja. Aber so wie jetzt ist, muss er abgeschafft werden. Das muss, und das, das stehen wir zu, wenn wir in einer einzigen Landesregierung sind, werden wir den Rundfunkstaatsvertrag kündigen. Ja. Und in Brandenburg haben wir mit unserem Dennis Holoch hier jemanden, der hat sogar schon einen eigenen Rundfunkstaatsvertrag vorgelegt, sehr gut, wo wir gesagt haben, es geht nicht darum, euch komplett abzuschaffen, es geht darum, euch zu reformieren. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass in diesen Rundfunkreden überhaupt niemand von einer Partei sitzt. Dankeschön. Also das sind so Sachen, die eigentlich wichtig sind. Die haben doch meine Reden schon gehört. Nein, aber genau das sage ich nämlich auch. Ne? Wir müssen die politischen Kräfte aus diesen Rundfunk- und Aufsichtsräten rauskriegen, komplett rauskriegen. Ja, das ist das Abschaffen des Parteienstaates. Ja. Wir haben einen Parteienstaat in der, bei den Gerichten. Wir müssen abschaffen, dass die Staatsanwaltschaft weisungsgebunden genau ist. Das sind Sachen, die müssen alle abgeschafft werden. Ja. Das ist das Abschaffen des Parteienstaates. Der Einfluss der Parteien auf alle Ebenen. Die Willensbildung machen Parteien mit und nicht ausschließlich. Und das ist das, was wir zurückfahren müssen. Ich will, noch, allen Gebieten. Ich will noch mal auf Tante Corona zurückkommen. Ja. Sie sind ja auch im Brandenburger Ausschuss gewesen, aktiv. Ja. Wir hatten ja sogar mal einen Bundes-Corona-Ausschuss. Da würde ich diese Frage aufgreifen, welche messbaren Ergebnisse haben denn die sogenannten Corona-Symposien zur Aufarbeitung gebracht? Haben die überhaupt messbare Ergebnisse gebracht oder waren es mehr Erfahrungsaustausch? Also ich glaube, dass wir heute diese RKI-Files haben, ja, dass wir heute öffentlich über ganz andere Situationen reden. Das ist schon mit Teil der Untersuchungsausschüsse, aber auch dieses Corona-Symposiums. Und viel messbarer ist auf einmal, dass viele, die in dieser Corona-kritischen Geschichte waren, dass die auf einmal mit uns AfD reden, dass die festgestellt haben, oh, also die sind gar nicht so. Ich muss die ja nicht wählen, aber die hören mir zu, ja, die reden mit mir, die machen eine Anfrage für mich, die machen ihre Arbeit. Und alleine das ist Gold wert, weil wir auf einmal gezeigt haben, dass man in einem Netzwerk viel besser agieren kann und viel punktueller agieren kann und vor allen Dingen mit viel mehr Wissen agieren kann. Das war super. Also wir stehen am Anfang. Also das will ich auch sagen, wir haben ein Reiskorn angefangen zu bewegen. Die Aufarbeitung ist ja noch lange nicht erledigt. Noch nicht mal angefangen, Fall, richtig. Wir brauchen es auf Bundesebene oder auf Europaebene. Aber dass wir es brauchen und dass, wenn wir heute auf Bundesebene oder Europaebene was haben, dann haben wir alle Fachleute da. Das ist Gold wert. Ich habe anderthalb Jahre dafür gekämpft. Am Anfang haben wir alleine gekämpft, zu dritt. Das haben Sie ja in der Rede auch sehr gut formuliert. Letztendlich haben ja die Kinder und die alten Menschen massiv darunter gelitten. Auch hier würde letztendlich das Zusammengreifen mit der Politikerhaftung. Wir müssen die Leute, die tatsächlich dort maßgeblich für diese Durchprügelung der Maßnahmen, die, wo ja schon von Anfang an klar war, dass das einfach Humbug ist, die müssen wir natürlich tatsächlich schon zur Verantwortung ziehen. Ja, klar. Und in die Haftung bringen. Und da frage ich mich natürlich, wie viele Kinder sind da, nicht nur bildungstechnisch, das hatten Sie ja auch schon gesagt, wie viele Kinder sind da auf der Strecke geblieben? Ne? Welche psychischen Störungen werden da in Zukunft auch noch? Wir haben den Gründer der Arche bei uns gehabt. Ja. Toller Mann, ich glaube, der wählt uns nicht, aber es ist mir auch wurscht. Was er erzählt hat, war wichtig. Ja. Er hat gesagt, das ist absurd gewesen. Die haben immer wieder gesagt, mach das nicht. Die sozial schwachen Kinder fallen nicht nur hinten runter, die haben nichts zu essen, die haben ja Gewalt zu Hause. Ja. Und das hat niemand gehört. Eine Stunde später kam das Jugendamt aus Frankfurt-Oder und hat gesagt, nö, es war alles ganz toll. Ja. Und das ist alles Quatsch. Und ja, da bin ich dabei, das ist etwas, was man aufklären muss. Da müssen auch, ich sag mal, Köpfe rollen im Sinne von Verantwortung übernehmen, wie immer das sein mag. Ich will auch niemanden in den Gulag stecken, sondern ich hätte gerne, dass Leute wie Lauterbach eine Urkunde kriegen, wo drin steht, mein lieber Freund, du hast dich gegen dein eigenes Volk gestellt, du darfst nie wieder Politik machen. Ja. Aber der muss ja nicht verhaftet werden. Er soll gerne arbeiten gehen. Aber er darf halt keine Verantwortung in der Politik mehr übernehmen, weil er sich komplett gegen seine Menschen gestellt hat. Setzt sich die AfD für die Rücknahme der Masern Impfpflichtnachweis in Kitas und Schulen ein? Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich weiß, was ich war. Also ich bin ja aus dem Osten, ich bin überhaupt kein Impfverweigerer, ganz im Gegenteil. Ja, ich weiß. Im Sinne der ganzen Corona-Geschichte weiß ich heute, dass heute ja keine Masernimpfung mehr ist, sondern es ist ja eine Neunfachimpfung.
oder eine 12-fach-Impfung, da ist Aluminium dabei und dergleichen. Das ist ein Thema, was bei uns diskutiert wird. Da ist unsere Christina Baum im Bundestag schon jemand, die da sehr massiv ist. YouTube, kein Beratungsvideo. Und also man kommt schon blöd vor, oder? Ja, aber ist so. Ja, alles gut. Ja. Und ich sag mal, die macht da eine gute Arbeit. Und ich weiß, dass sie dafür ist. Ich kann das nicht sagen. Bin da ehrlicherweise zwiegespalten. Wenn jemand freiwillig das machen will, soll er es tun. Ob das muss sein muss, ist so die Frage. Es zielt ja auch so ein bisschen dahin, ne, dass man im Grunde Kinder dann auch ausgrenzt. Ne? Wenn also dieser Nachweis nicht vorliegt, dass man dann sagt, kannst du nicht im Schulbetrieb teilnehmen. Ne? Also das wird ja jetzt mal ein bisschen überspitzt. Ne? Aber das droht ja letztendlich. Ne? Viele Eltern müssen heute beide arbeiten gehen. Ja, das heißt, das System ist ja schon so ausgelegt, dass dieser Feminismus... Ich habe auch gar kein Problem mit dem Feminismus. Ich wollte einfach nur sagen, früher hat mein Papa ist arbeiten gegangen, die ganze Familie ernährt. Und ich sage heute, der liebe Gott, erhalte mir die Arbeitskraft meiner Frau, da habe ich auch mal Ruhe zu Hause. Ja, bin ich bei. Nein, es geht ja darum, letztendlich die Frau auch noch zur Steuerkasse zu bitten, letztendlich. Und auch ein bisschen das Kind dem familiären Umfeld zu entziehen. Ja, das ist immer ein bisschen spitz. Aber da sind wir im Osten so ein ticken wir ein bisschen anders. Okay. Also im einfachen Grund, dass wir uns war das, also bei uns im Osten war das egal, ob einer homosexuell war. Es war egal, ob du Mann oder Frau warst, du bist arbeiten gegangen, du bist in den Kindergarten gegangen, es war alles schick. Das spielte alles keine Rolle. Also ich habe gar kein Problem. Unser Problem ist ein anderes. Die Frau muss sich entscheiden dürfen, ich bleibe mit dem Kind zu Hause. Ja. Dann darf ihr keine Nachteile entstehen. So sieht's aus. Und die Frau muss sich entscheiden können und sagt, ich möchte gerne arbeiten gehen, weil ich gerne das besser. Meine Frau war mit meinem ersten Kind, war die 5 Jahre da. Ich habe Gott sei Dank, ich war nie da, weil ich nur unterwegs war, aber meine Frau hat sich gekümmert. Beim zweiten Kind hat meine Frau gesagt, sie will wieder arbeiten gehen, das war ja zu lange. Dann ist sie arbeiten gegangen. Meine Partei möchte, dass die Frauen sich komplett selber entscheiden können, ohne Nachteile. Ja, klar. Ist ja ein Partner. Das hat auch mit Feminismus nichts zu tun. Nee, das ist Gleichberechtigung. Ja, genau. Ganz normal. Und wenn wir wirkliche Gleichberechtigung leben wollen, dann müssen wir sagen, so ist das. Ja. So, wir sind schon zu Ende. Ja, wir sind zu Ende. Wir müssen los. Okay, also ich habe eins noch. Ein Thema will ich noch loswerden. Ja. Diese böse Keule Remigration. Finde ich geil. Ja, nee, ganz ehrlich, ich finde ja, ich hatte das ja schon, ich hatte den Zettel ja zugeschickt, für mich war ja immer so, Migration, okay, der siedelt ja eigentlich über. Ja. So, wie können wir den jetzt, geht ja nicht. Warum redet die AfD nicht explizit von Abschiebung von Straftätern? Kommt dieses Remigration? Aber Remigration ist ja eigentlich nur das Rückführen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass dieses Thema Remigration, ich habe ehrlicherweise diese Aufregung nicht einmal verstanden. Warum? Ja, eben. Weil die Remigration, was wir da gefordert haben, ist nichts anderes als das Programm aus Dänemark. Die Dänen sind übrigens Sozialdemokraten. Ja. Und die machen das sehr erfolgreich. Und dann haben wir gesagt, Mensch, fand man eine ganz gute Idee. Der Typ der Sellner hat das auch gesagt. Hat gesagt, Mensch, gute Idee, kann man machen. Remigration ist ja nichts Verkehrtes. Ja, ist natürlich, es ist so ein pauschaler Begriff. Ich finde das auch richtig, ja, ehrlicherweise. Das steht außer Frage. Ich denke auch schon, dass Menschen, die hier nur geduldet sind, die werden ja rechtlich sogar schlechter gestellt. Die haben ja sogar eher Nachteile, nur durch diese Duldung. Ja? Mir geht es schon darum, dass man Menschen eine Chance gibt und Menschen, die von Not bedroht sind, dass man denen hier hilft. Aber da muss ich auch sagen, stopp. Niemand hat was dagegen, jemandem zu helfen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wenn wir 99,8% der Menschen fragen und sagen, sollten wir Leuten helfen, sagen die ja. Ja, klar. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich bin ja unter Umständen dafür, dass wir sagen, wir brauchen Einwanderung. Und dann müssen wir ein Einwanderungsgesetz machen. Dann müssen wir festlegen und sagen, was wollen wir denn überhaupt? Ja, so wie es andere Staaten ja auch Ich halte machen. Das wie in Kanada, fand ich immer ganz gut, die Idee dahinter. So. Aber wir haben das Problem in Deutschland, wir vermengen Flüchtlinge mit Einwanderern. Ja, das ist komplett ein Problem, das geht nicht. Ja. Und die Flüchtlinge, die kommen, wenn sie denn hier bleiben dürfen, müssen wir ihnen helfen. Das beste Beispiel ist immer, es gibt in Afrika so Unmenschen, die schneiden Frauen die Genitalien ab. Ja. So, wenn die fliehen, müssen wir denen helfen, fertig, Feierabend. Ja. Ich habe zum Beispiel nie verstanden, warum haben wir Snowden nicht geholfen oder warum haben wir den Assange nicht geholfen, das verstehe ich nicht. Ja. Also, Leuten, die wirklich in Gefahr sind, müssen wir helfen. Überhaupt keine Frage. Wenn wir denen helfen, die hierher kommen und laut Paragraph 16a im Grundgesetz berechtigt werden, wenn die da berechtigt sind, dann reden wir über 3 oder 4%, lass es 5% sein. Gerne, überhaupt kein Problem. Alle anderen fahren bitte wieder nach Hause
Und dann überlegen wir uns und sagen, wir brauchen Einwanderung. Wir brauchen vielleicht Einwanderung im IT-Bereich, im Gastronomiebereich, überhaupt kein Problem. Vielleicht müssen wir aber das müssen wir doch klären. Vielleicht müssen wir aber auch eine Politik irgendwie etablieren, dass es den Menschen geneigt ist, in ihrer Heimat zu bleiben. Weil das findet ja gerade nicht statt. Wir beuten ja im Prinzip die dritte Weltländer in vielfältiger Weise aus und sorgen ja eigentlich auch so ein bisschen. Das habe ich auch bis vor 2 Jahren hätte ich das unterschrieben. Okay. Bis ich mich mal mit Herrn Sacharzin unterhalten habe, der hat zu mir gesagt, jetzt tun Sie mir einen Gefallen, rennen Sie mal dann in Ihren Landtag und dann gucken Sie mal nach, wie viel Exportquote haben wir denn mit Europa, mit Afrika. Da reden wir über 0,3%, das ist ja nichts. Die Russen und die Chinesen beuten das aus, überhaupt kein Thema. Trotzdem, ich bin dafür, dass wir keine Fahrradwege in Peru bauen, sondern drüber nachdenken und sagen, das Geld kann man unter Umständen anders verwerten und kann sagen, wir helfen euch in irgendwelcher Art und Weise. Die Niederländer haben mal eine geile Nummer gebracht, die haben Mikrokredite gegeben. Die haben gesagt, ich gebe dir 500 Euro, damit kannst du dir ein Boot kaufen und eine Angel und dann kannst du angeln und kannst du den Fisch verkaufen. Wir, und da bin ich auch dabei, wir Europäer haben in Afrika die Milchproduktion versaut, wir haben den Fleischanbau, Geflügelanbau versaut, weil wir Billigscheiße runtergemacht haben. So. Das muss aufhören, da bin ich dabei. Man muss, also Hilfe zur Selbsthilfe bin ich sofort dabei und da kann man ganz viel machen. Aber wir werden die Welt nicht retten können. Nein, das ist, und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Genau. Ja. Vielleicht wäre das die Aufgabe von der westlichen Welt, dass man sagt, soziale Marktwirtschaft hatten wir vorhin schon mal, dass man sagt, eine gewisse soziale Verantwortung, bin ich komplett dabei, kann man was machen, kann man was tun. Herr Hönig, vielen lieben Dank. Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde sitzen, also, aber Frauchen klopft wahrscheinlich schon. Ich bin ja Volksvertreter und die quatschen den ganzen Tag. Man soll sich nicht in andere Länder einmischen. Ja, das ist ja das, was ich meine mit Russland. Ja. Ich glaube nicht, dass der Putin der Demokrat schlechthin ist. Ich glaube schon, dass wenn der Putin hier endlich in Deutschland wäre, wäre diese Genderscheiße vorbei, aber ich wäre unfrei. Mich würden sie verhaften, wenn ich gegen den wäre. Das will ich auch nicht. Ja. Aber der Russe hat immer dafür gesorgt, wenn er mit Deutschland als Partner war, dass es billiges Gas, billiges Öl gab. Und das ist für unsere Wirtschaft zum jetzigen Zeitpunkt wichtig. Elementar. Ja. So. Also brauchen wir ihn als Partner. Ich habe auch kein Problem, ich will mich auch nicht im Iran einmischen. Ich hatte letztens eine Resolution, die hat man mir vorgelegt, ob ich nicht unterschreiben wollte, zum Thema Menschenrechte im Iran. Ich bin dafür, dass Frauen da kein Kopftuch tragen, aber es ist nicht meine Aufgabe. Ich bin gewählt als Volksvertreter für Deutschland und für die Deutschen in Deutschland leben, Politik zu machen. Wenn es uns gut geht, wenn wir gut dastehen, können wir immer noch mal drüber nachdenken und sagen, wie helfen wir da eventuell. Aber dieser ganze westliche Scheiß von wegen, wir exportieren mal Demokratie und dann wird alles zerbombt, siehe Afghanistan, Irak. Ne? Also das wenn ich das jetzt so höre, verstehe ich, dass man mir da manchmal sagt, ich wäre irgendwie so ein rechter AfD-Freund und so weiter, weil das sind im Grunde Aussagen, die ich auch immer vertrete, aber das sind eigentlich ganz menschliche Geschichten, die man da vertritt. Aber wir sind keine Rechten. Nein. Nein. Wenn man mich als Rechter bezeichnet, bin ich gerne Rechts. Das ist mir völlig wurscht. Ich meine einfach nur genau, das ist ja auch mein Ansinn. Das macht ja eigentlich jeder Mensch, der mit seiner Heimat verbunden ist, der möchte, dass es diesem Land, wo er lebt, wo er aufwächst, gut geht. So, Bumsverlacher. Das ist überhaupt nicht zur Disposition zu stellen. Ne? Und die Frage ist natürlich, so wie du irgendwas national sagst, dann gehen alle Alarm. Das liegt aber daran an unserer Vorgeschichte. Ja, natürlich. Und wenn man jetzt mal ganz genau hinschaut, dann muss man drüber nachdenken und sagen, wer waren denn die Rechten im Dritten Reich? Die Rechten im Dritten Reich sind alle umgebracht worden. Das war das Besitzbürgertum. Ja. So. Und das ist eben unter dem Kommunismus, unter diesem Sozialismus, unter diesen Linken sind ganz viele Menschen gestorben. Die Idee des Sozialismus liest sich total super. Ja. Es ist aber totale Scheiße. So, und ich will das nicht mehr. Ich will keine Diktatur. Der Milei gefällt mir in Argentinien, muss ich zugeben. Okay. Habe ich noch nicht mit beschäftigt. Der ist so libertär. Okay. Der will auch ganz wenig Staat. Finde ich auch cool. Ob man das machen kann, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin für so wenig Staat wie möglich, so viel Staat wie nötig. Also das ist so dieses, wir brauchen, Gesundheitswesen darf nicht privat orientiert sein. Ne, so. Ja. Es gibt so gewisse Themen, wo ich sage, das gehört sich nicht. Wir müssen noch mal einen zweiten Teil machen. Sehr gerne. Ich finde es super klasse. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, also ich habe bestimmt noch 2 Stunden, hätte ich hier noch locker. Ja. Aber ich sehe schon, da sind schon so die Suchen. Ja. Ich nehme gleich mal wieder ab. Dann danke.